Wolfgang Weber hat das Programm geschrieben, hat für mich einen Titel da reingeschrieben, den er gerne mit mir abgestimmt hat, und der heißt, das ganze Leben ist Komposition. Er sagt zwar, das war nicht so, aber das war wirklich so. Damit muss ich jetzt umgehen. Und ich habe in einem letzten Gespräch darüber gesprochen, was wollen wir mit diesem Jahreszeitengespräch eigentlich machen, was wollen wir erreichen. Die große Überschrift heißt, das Lebende lebendiger werden lassen. Auch wenn das Bistum und die Gemeinde St. Gertrud diese Kirche aufgegeben haben und entweiht haben, ist Gott deswegen noch nicht weg. Der ist immer noch da. Weil der ist überall da. Aber er ist natürlich an diesen heiligen Orten ganz besonders da. Und wir können uns da öffnen, transparent werden für diese Wirklichkeit, die wir Christen Gott nennen. Und das Lebendige lebendiger werden lassen, ist auch ein Credo. Das stammt von Hans-Peter Dürr, meinem Freund, dem Quantenphysiker, Heisenberg-Schüler, der leider letztes Jahr gestorben ist. Gott erfahren, Wirklichkeit erfahren, das Lebendige, Lebende lebendiger werden lassen. Das ist das, was wir versuchen, mit Musik, mit Kunst, mit dem Gespräch, in diesen Jahreszeitengespräch. Dass Sie nach Hause gehen können und sagen, da ist was passiert. Da haben wir einen Impuls bekommen, um unser Lebendes und das Lebende der anderen, die wir treffen, lebendiger werden lassen können. Das ist die Intention. Da brauchen wir Helfer. Therapeuten, wie Stefan Heuge heute, er ist unser Therapeut. Therapeut heißt Helfer auf dem Weg zum Heilwerden. Stefan, das ist heute die Aufgabe, die du hast, die uns zeigen, wie das geht. Das ganze Leben ist Komposition, ja. Wir komponieren unser Leben, ja. Machen, können, wissen, haben, leisten, managen, den ganzen Tag komponieren wir unser Leben. Vielleicht sollten wir mal so machen. Und lassen komponieren. Und als ich den Stefan gefragt habe, wer komponiert denn da so in dir, da guckte er so nach oben. Jetzt wäre besonders schön da oben, es kommt was von oben. Meine Intuition wird durch den Komponisten lebendig. Das ganze Leben ist eine Sinfonie. Hat Gott diese Sinfonie komponiert? Also ich würde eher sagen, was mir besser gefällt, Gott ist diese Sinfonie. Das ist ein großer Unterschied. Ob wir sagen, Gott hat diese Sinfonie unseres Lebens komponiert, oder ob wir sagen, Gott ist sie. Wenn er sie komponiert hat, gibt es noch was zwischen uns. Wenn er sie ist und wir sind Teil davon, gibt es nichts mehr dazwischen uns. Und wir als Individuum sind davon ein Ton. Jeder ist ein Ton. Es ist unglaublich, wie wir uns auf Mühe geben, unser Leben so zu gestalten, dass es uns schadet. Und als Ton gar nicht mitspielen in dieser Sinfonie. Wir geben uns unglaublich Mühe den ganzen Tag, dass wir nicht da mitspielen. Und wir sollten lernen mitzuspielen in diesem Fluss des Lebens, in dieser Sinfonie, die göttlich ist. Darum geht es auch heute. Da gibt es so eine ganze Note, die sagt, hey, im ganzen Takt halte ich das aus, ihr müsst alle auf mich hören. Oder eine Pause sagt, mach doch mal Pause, Ruhe und Stille, Meditation. Da gibt es einen Ton, der sucht immer noch zwei andere, der ist wie ein Akkord, der will mit anderen ein Team bilden, ein Dreierteam. Andere brauchen Anlehnung, Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32. Darum geht's. Diese Sinfonie des Lebens zu leben. Und da haben wir Helfer, zum Beispiel Stefan Heuge als Komponist, der hilft uns, durch sein Werk zu lauschen, die Hände aufzumachen und zu spüren, wie durch die Musik, die durch ihn als Medium zu uns kommt, wie die uns hilft, als Note in dieser Sinfonie Gottes dem Leben freien Lauf zu lassen. Und ich sage, ich will das Note jetzt nicht da nach unten, ja? Ich will lieber nach oben. So eine freie Luft lassen. Das ist es eigentlich das Thema heute. Das ganze Leben ist eine Sinfonie und Gott ist diese Sinfonie. Und diese Sinfonie spielt heute hier in der frühen St. Engelbert-Kirche, die jetzt das Chor vom Westen ist. Das ist es, was wir erreichen. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Stefan, kommst du zu mir?